Die russische Großoffensive auf die Ostukraine ist voll angelaufen mit verheerenden Konsequenzen für die Bevölkerung. Ja, wie wird Europa nach diesem Krieg neu geordnet werden? Wie konsequent agiert aktuell die Europäische Union und wie problematisch ist die österreichische Energieabhängigkeit von Russland? Viele Themen und die besprechen wir jetzt mit Europaministerin Caroline Edtstadler. Herzlich willkommen in Nachgefragt. Herzlichen Dank für die Einladung. Die EU steht in Fragen der Ukraine-Hilfe zusammen wie selten zuvor. Es war ja nicht immer so, da gab es manchmal Spaltpilze, derzeit ein sehr, sehr geeintes Bild. Und trotzdem, der ukrainische Präsident Zelensky zweifelt immer noch an der Entschlossenheit der Europäischen Union. Hat er recht? Es ist so, dass ich an diesem Krieg überhaupt nichts Gutes finden kann. Wenn man danach sucht, dann sieht man aber, dass die Europäische Union so geeint ist wie nie zuvor. Und das ist ganz, ganz wesentlich in der jetzigen Phase. Ich verstehe natürlich, dass Präsident Zelensky hier noch mehr, noch schneller irgendwie auch einen Ausblick haben möchte, dass die Ukraine EU-Mitgliedsland wird, ein Mitgliedstaat der Europäischen Union wird. Man muss aber sehen, dass wir es jetzt mit einem Staat zu tun haben, der um seine Souveränität kämpft, der seine Grenzen verteidigt. Ein Faktum, das wir uns nie mehr erwartet hätten im 21. Jahrhundert. Und es ist für uns alle schwer, damit umzugehen. Aber wir müssen es tun. Und diese Einigkeit, das ist, glaube ich, das, was auch Putin am meisten fürchtet bzw. vielleicht gar nicht erwartet hat. Das betrifft ja natürlich auch die Sanktionenfrage. Insofern, ja, die Europäische Union ist geeint. Das heißt aber nicht, dass wir nicht in anderen Fragen natürlich schon auch intern heftige Diskussionen haben, was gut und richtig und wichtig ist. Haben wir uns auch darüber unterhalten, aber bleiben wir jetzt noch bei der Ukraine. Die Energieabhängigkeit Europas finanziert indirekt Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Das ist ja so ein Dogma, das hält sich hartnäckig von Beginn weg. Zelensky sagt das auch immer wieder, viele andere in der Ukraine finden das auch. Eine Energieblockade geht kaum. Für Österreich wäre das geradezu verheerend. Wir spielen ja da im Sinne der Energieabhängigkeit eine besonders negative Rolle innerhalb der Europäischen Union. Was ist denn dran an dieser Finanzierungsgeschichte? Es ist ein Faktum, dass Putin nach Europa Gas und Öl exportiert. Und es ist auch ein Faktum, dass Österreich zu 80% von Erdgas aus Russland abhängig ist. Das ist natürlich ein wirklich in der Situation schwieriges Faktum für uns auch. Wir müssen aber damit umgehen. Und man kann natürlich jetzt sagen, das war alles falsch, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Die Appeasement-Politik, die wir betrieben haben, war falsch. Die Abhängigkeit, in die wir uns begeben haben, war falsch. Aber was jetzt wichtig ist, ist, damit umzugehen. Und wir müssen die Wende schaffen. Wir müssen auch die Energiewende schaffen. Was heißt das? Wir haben schon relativ viel Strom aus erneuerbarer Energie in Österreich. Wir müssen es auch beim Gas und bei diesen fossilen Brennstoffen machen. Und da braucht es natürlich auch die entsprechenden Infrastruktureinrichtungen. Deshalb arbeiten wir auch extrem unter Hochdruck jetzt daran, dass wir schnellere Verfahren auch bekommen, dass nicht so lange dauert, bis Infrastruktur, beispielsweise Windkrafträder oder auch Wasserkraftwerke genehmigt sind. Das ist natürlich ein ganz, ganz langer Weg. Da geht es ja eher um Jahre bis 2030, wenn alles gut läuft. Jetzt haben wir 2022. Es geht um hunderte Millionen, die tagtäglich neu ins System gespielt werden, ins russische System. Und Zelensky kritisiert eben, dass damit der Krieg prolongiert wird und sein Land quasi indirekt auf verlorenen Posten steht. Er hat nicht Unrecht damit natürlich. Die Ukraine steht nicht auf verlorenen Posten und wir unterstützen hier wirklich nach Kräften, sowohl die Europäische Union, Sie wissen das auch mit, für mich vor kurzem noch unvorstellbar Waffenlieferungen, die aber notwendig sind, damit dieses Land sich auch verteidigen kann. Die größte Drohgebärde für Putin ist Demokratie, ist Rechtsstaatlichkeit. Und das gilt es jetzt auch hier zu verteidigen, denn was wäre denn das Nächste? Man kann auch sagen, man hätte vielleicht rückblickend stärker, schneller reagieren müssen bei der Krim-Annexion. Ja, wir sind aber jetzt an dem Punkt, wo wir nach vorne schauen müssen. Und da gibt es wirklich volle Solidarität, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Bevölkerung. Wir haben 10 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Wir haben ein Nachbarland, mehrere, aber vor allem Polen, mit rund 3 Millionen Flüchtlingen bereits. Wir unterstützen mit finanziellen Leistungen. Wir haben eine große Bereitschaft, auch in der österreichischen Bevölkerung hier zu helfen. Und deshalb, nein, er hat nicht recht, dass er alleine dasteht. Aber ich verstehe aus seiner Sicht schon auch emotional, ist das, das muss Hölle sein, was der jetzt auch als Präsident eines geschundenen, bombardierten Landes mitmacht. Wir kommen zu den Details, leider Mariupol, Stichwort später noch. Bleiben wir aber bei den Hilfen. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat errechnet dieser Tage, dass die Hilfen insbesondere bei Estland sehr, sehr stark sind. Da geht es immer ums Verhältnis der Hilfe zur Einwohnerzahl und dem Bruttoinlandsprodukt. Also was leistet man sich als Land im Verhältnis zur eigenen Wirtschaftskraft? Estland ganz, ganz vorne,
Polen auf Platz 2, dann kommt Litauen, dann kommt ganz, ganz, ganz lange nichts und Österreich ist im hintersten Drittel von 31 westlichen Staaten. Das ist eigentlich relativ schwach. Also wir müssen uns nicht verstecken, was die Hilfe betrifft. Das möchte ich schon in aller Deutlichkeit sagen. Wir haben 17,5 Millionen Euro sofort aus dem Auslandskatastrophenfonds gespendet. Wir haben 170 Tonnen bisher Hilfsgüter für die Unterstützung vor Ort geleistet. Es gibt eine große Unterstützungsbereitschaft in der Bevölkerung. Alleine eine Zahl ist schon beeindruckend. 47.000 Plätze für Personen, die flüchten müssen, sind anhand von Privatquartieren zur Verfügung gestellt worden. In 10.000 sozusagen Haushalten. Das muss man sich schon einmal vor Augen halten. Also jemanden aufzunehmen bei sich, weil er vor Krieg flüchtet, das halte ich für das Große. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das durchhalten, weil leider müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass dieser Krieg nicht in den nächsten Wochen oder Monaten vorbei sein wird. Und so gut wir jetzt unterstützen, so sehr wird das auch eine längere Zeit noch dauern und die Menschen sind darauf angewiesen, dass wir da auch auf dieser Linie bleiben. Wir unterstützen Sie auch als Brückenbauer. Das ist so eine Funktion, die sich Österreich ja zumindest selber gerne zuschreibt. Karl Nehammer, der Bundeskanzler, war nicht nur in der Ukraine, sondern auch bei Wladimir Putin in Moskau. War das gerechtfertigt, wenn man weiß, dass sich kaum was, zumindest am ersten Blick, zum Besseren gewendet hat? Absolut. Alles ist gerechtfertigt und sogar notwendig zu tun, dass man in den Dialog wiederkommt, dass man ins Gespräch kommt, weil nur so kann man à la longue erreichen, dass es humanitäre Korridore gibt, dass es Unterstützung vor Ort auch, dass die zugelassen wird, dass das möglich wird. Und insofern, ich erwarte mir eigentlich von viel mehr Regierungschefs und auch von europäischer Ebene, dass das noch viel aktiver getan wird. Wir dürfen uns, und da möchte ich nicht niemand Geringeren als den Papst zitieren, uns bitte nicht an diesen Krieg gewöhnen. Wir haben die Bilder jetzt schon seit geraumer Zeit in den Wohnzimmern. Wir haben es noch warm, Gott sei Dank ist es so. Und da müssen wir eben auch den Tatsachen ins Auge blicken, dass wir halt abhängig sind. Daher auch gleichzeitig müssen wir alles tun, um möglichst schnell einen Waffenstillstand auch zu erreichen. Das hat Karl Nehammer ja auch indirekt versucht zu erreichen, nebst anderen Themen, die angesprochen worden sind. Dramatische Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen, sagen viele. Aber geschehen ist da nichts. Sie werden möglicherweise mit ihm unter vier Augen auch gesprochen haben. Hat er das Gefühl, dass es irgendeine Chance gibt, zu Putin durchzudringen? Oder ist das so, wie er das dann selbst auch gegenüber Medien geäußert hat, dass man an einen Präsidenten, der in der eigenen Kriegslogik und Rhetorik sozusagen verhaftet ist, einfach gar nicht hinkommt? Es ist sicher schwierig, ihn zu erreichen. Also wenn ich von ihm spreche, dann spreche ich von dem Kriegsverbrecher Putin in dem Fall, weil es wird ja immer deutlicher, dass er sich an gar nichts hält und selbst ein Krieg hat normalerweise Spielregeln. Aber nichtsdestoweniger ist jeder Versuch wert gegangen und versucht zu werden, um eine Verbesserung für die Menschen herzustellen. Und ich sage Ihnen auch ganz deutlich, es hat sich keiner Wunder erwartet von einem Gespräch mit Putin, aber er muss das ja auch spüren. Ich glaube schon, dass Putin es spürt, was die Geeintheit der Europäischen Union betrifft. Ich glaube, er spürt es, was die Sanktionen betrifft, auch wenn wir jetzt natürlich hier sitzen und sagen, naja, wir zahlen immer noch Gas und beziehen das aus Russland, weil sonst würde es kalt sein bei uns und die Industrie würde nicht mehr arbeiten können. Aber wir haben trotzdem dieses Land mit den Sanktionen, und es sind 5 Sanktionenpakete, um Jahrzehnte zurückgeworfen in der wirtschaftlichen Entwicklung. Und das wird sich all along auf ihn auch auswirken. Ich sage aber auch dazu, wir spüren die Auswirkungen natürlich auch und wir müssen das auch mittragen können. Ein zweischneidiges Schwert, zweifellos, weil Sie das Wort in den Mund genommen haben. Ist Putin ein Kriegsverbrecher? Er bombardiert zivile Ziele. Er nimmt auf nichts Rücksicht. Es ist offenbar auch nicht möglich, mit ihm humanitäre Korridore einzurichten. Es werden letztlich Gerichte zu entscheiden haben. Und ich bin selbst Richterin und Sie wissen, dass ich mit vorschnellen Urteilen hier mich sehr zurückhalte. Aber alleine, wenn man die Bilder sieht, dann kann man zu keinem anderen Ergebnis kommen. Dramatische Bilder aktuell aus Mariupol. Man hört, dass russische Soldaten im besetzten Stahlwerk versuchen, Verstecke zu finden, wo sich Zivilisten verschanzt haben könnten. Das klingt alles nach Kriegsverbrechen. Wenn man diese Gräueltaten hernimmt oder andere nördlich von Kiew, in Buscha zum Beispiel oder anderen Orten, ist es überhaupt in irgendeiner Art und Weise denkbar, dass nach Beendigung des Kriegs, wann immer das auch sein wird, irgendeine Art von Normalität in dieses Beziehungsgeflecht zu Russland wieder kommt, solange Putin noch Präsident ist? Also das würde ich ausschließen.
wenn jemand wie Putin das jetzt macht seit Wochen, vielen Wochen in der Zwischenzeit, hier auf nichts Rücksicht nimmt, sich an keine Regeln hält, auch Angriffe startet und immer wieder neue Angriffe startet, nur um seine Machtpolitik hier durchzusetzen, dann schließe ich aus, dass man hier zu irgendeiner Art Normalität in der Beziehung zurückkommen kann. Sie wissen, es wurden jetzt auch österreichische Diplomaten ausgewiesen aus Russland. Also alles auch unfreundliche Akte gegenüber einem Land wie Österreich, das nichts anderes tut, als auch hier versucht, in dieser schwierigen Situation zu vermitteln und Lösungen herbeizuführen. Also eine Normalität mit Putin kann es nicht geben. Ich möchte aber gleichzeitig sagen, wir müssen unterscheiden zwischen Putin und dem russischen Volk. Und ich bin davon überzeugt, dass es kaum jemanden gibt im russischen Volk, der diesen Krieg, wenn er denn die Wahrheit erfährt, für gut, richtig oder angemessen findet. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir viel mehr auch noch im Vordergrund uns behalten müssen, dass wir auch die russische Bevölkerung unterstützen. Denn unterschätzen wir nicht auch die Kraft von Soldatenmüttern. Da sterben Tausende von Soldaten im Kampf für was eigentlich? Und das sollte man nicht unterschätzen, hier müssen wir wirklich unterstützen. Es ist in einer Mediendiktatur natürlich immer sehr schwer, da von außen einzugreifen, wenn es sehr viel staatlich kontrollierte Medien gibt. Offensichtlich ist das aktuell der Fall. Ja, lässt den Schluss zu, solange Putin ist, dass selbst wenn der Krieg beendet sein sollte, Sanktionen noch länger oder sehr, sehr lange aufrecht bleiben? Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir die Sanktionen eben aufrechterhalten müssen, solange es keine Änderung in der Haltung gibt. Weil Sanktionen wollen ja immer auch völkerrechtlich eine Haltungsänderung herbeiführen. Die sehe ich bei Putin nicht. Im Gegenteil, er startet die nächste große Offensive, also vor einigen Tagen schon, in der wir jetzt mittendrin sind, und verschärft die Gangart und die Brutalität noch. Ja? Und das müssen wir uns immer vor Augen halten. Also wenn wir hier auch natürlich das mitbekommen und das nicht an uns vorbeigeht, ohne dass wir es spüren, müssen wir uns schon, glaube ich, vor Augen halten, wie schlimm es für die Bevölkerung vor Ort ist. Jetzt hatte ja gerade Österreich ein sehr intensives Verhältnis zu Russland, zumindest im Verhältnis vieler anderer EU-Staaten. Der deutsche Präsident wurde gerade aus der Ukraine ausgeladen, weil er das immer wieder auch vor sich hergetragen hat als Monstranz, ein gutes Verhältnis zwischen Deutschland und Russland zum Beispiel. Österreich war da nicht anders. Wir sind doch ganz gut gefahren damit. Die Energie aus Russland ist billig, viele österreichische Betriebe haben sehr erfolgreich in Russland investiert. Rückblickend betrachtet, war das wirklich jetzt krachend falsch? Und die Erkenntnis ist jetzt da, dass es so ist. Hilft uns eh nichts, wenn es so war, aber in die Zukunft projiziert, heißt das, so wird es nie mehr wieder werden, wie es war? Ja, ich denke, das heißt, dass es nie mehr wieder so werden wird, wie es war, und dass jetzt einfach wirklich viel zitierte Zeitenwende, Zitat sozusagen vom Bundeskanzler in Deutschland, dass hier eine Änderung eintreten muss, dass wir vor allem auch in energietechnischer Hinsicht die Wende schaffen müssen, dass wir eben eigene Kraftwerke aus erneuerbarer Energie brauchen, sprich Wind, sprich Photovoltaik, sprich Wasserkraftanlagen, dass wir hier auch schneller werden müssen. Und ich möchte das nicht unkommentiert stehen lassen. Ich glaube, es ist immer schwierig, aus der jetzigen Position zu beurteilen, was man anders machen hätte sollen, oder vielleicht ist es auch leichter. Ja? Aber wenn man in der Situation ist, dann muss man Entscheidungen treffen, und wir sind jetzt eh in der Situation, dass es alles andere als angenehm ist, diese 80-prozentige Abhängigkeit von russischem Gas zu haben. Wir können nur für die Zukunft daraus lernen und uns unabhängiger machen. Das wird aber nicht von heute auf morgen gehen. Das muss uns auch klar sein. Ein sehr langer Weg. Ja, kommen wir zu einer möglichen Neuordnung Europas. Zeitenwende, die sind alles sehr große, teils martialische Wörter. Jetzt ist die EU ja nach Osten schon ziemlich gewachsen. Im Raum steht ganz konkret die Ukraine. Das ist ja quasi auch der auslösende Punkt gewesen, den Putin vorgibt. Er hätte sich bedroht gefühlt, hat im Wesentlichen die NATO-Gemeinde, aber indirekt auch ein bisschen die EU. Kommt es zu diesem Beitritt, und wenn ja, in welchem zeitlichen Horizont? Schauen Sie, ich verstehe das aus emotionaler Sicht total, dass Präsident Zelensky auch hier aufs Tempo drückt. Es hat Ursula von der Leyen ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Ukraine ein westlicher Staat ist, und sie hat wörtlich gesagt, we want them in, aber ohne eine zeitliche Perspektive. Und ich glaube, wichtiger als jetzt zu sagen, ja, das werden wir in der und der Zeit schaffen, ist einfach diese Solidarität zu geben, diesen Ausblick auch zu geben, die Unterstützung weiterhin zu gewährleisten und nicht die zeitliche Dimension in den Vordergrund zu stellen, weil wir haben es mit einem Land zu tun, das mitten im Krieg ist. Wir müssen realistisch bleiben und dürfen keine falschen Versprechungen machen. Warum sage ich das? Weil wir eine Region haben vor unserer Haustür noch näher, nämlich den Westbalkan, wo wir teilweise seit Jahrzehnten Versprechungen machen
und sie nicht halten. Und da ist mein Appell immer wieder, auch jetzt noch während der französischen Ratspräsidentschaft, wir müssen bei Nordmazedonien, Albanien den nächsten Schritt machen und das wäre auch ein positives Signal für die ganze Region. Das Thema war ich noch gekommen. Das ist ja eigentlich ein Brandherd, von dem man eher angenommen hätte, würde sich entzünden, insbesondere in Bosnien, der serbische Teil Bosniens, Republika Srpska, ein Pulverfass geradezu. Seit vielen Jahren spitzt sich eher zu, wird unterstützt von Serbien, wo es bis vor kurzem noch pro-russische Demonstrationen in Belgrad gegeben hat. Also man sieht sozusagen den Ukraine-Krieg auch ein bisschen auf den Balkan transportiert. Auch dort gibt es russische Interessen. Demgegenüber steht die Europäische Union, möglicherweise auch China und die Türkei, die sich da einmischen. Ein Pulverfass sozusagen. Und man muss schauen, dass möglichst schnell viele dieser Länder in die EU kommen, damit es nicht dort zu einer ähnlichen Eskalation kommt. Dass sie das bekommen, was ihnen seit teilweise Jahrzehnten versprochen ist, nämlich die nächsten Schritte in den Beitrittsprozessen. Und die sind ja unterschiedlich für die sechs Länder des Westbalkans. Wir sehen es bei Nordmazedonien, die haben sogar den Namen des Landes geändert. Ja. Dann gibt es jetzt seit mehr als 2 Jahren mittlerweile einen Stillstand, weil es ungelöste Probleme mit dem Nachbarn im Norden, mit Bulgarien gibt. Da müssen wir weiterkommen. Die Länder und auch deren Politiker sagen mir nicht erst seit dieser Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, dass sie einfach Boden verlieren. Sie können ihrer eigenen Bevölkerung nicht mehr sagen, warum sie denn auf die Europäische Union vertrauen sollen, wenn immer wieder Kleinigkeiten dazu führen, dass der nächste Schritt nicht gemacht wird. Und das ist ganz wichtig und ich bin davon überzeugt, leider, dass Putin dieses Geschehen dort auch sehr genau verfolgt und da Sie haben es als Pulverfass bezeichnet. Wir wissen, da reicht dann ein Streichholz, das fallen gelassen wird und es kommt zu einem Flächenbrand. Und das müssen wir, also das ist wirklich meine große Sorge, auch unter allen Umständen verhindern. Vor diesem Streichholz haben sich ja viele noch im Jänner mehr gefurcht als vor jenem in der Ukraine. Und dort ist es dann losgegangen. Wenn Sie mit Politikern sprechen, und Österreich hat ja wirklich einen sehr guten Draht in diese 6 Länder. Serbien ist vielleicht ein bisschen anders jetzt, aber in viele der anderen Länder sehr wohl. Diese Angst, möglicherweise hineingezogen zu werden in einen neuerlichen Bürgerkrieg, der die 90er Jahre dramatisch dominiert hat, wir haben das alle noch in schlimmer Erinnerung vor unserer eigenen Haustür, ist diese Angst wirklich so groß, jetzt befeuert auch durch den Ukraine-Krieg? Ich würde weniger, also in manchen Bereichen ja, auch diese Angst, aber es ist vor allem die Sorge, dass die Abhängigkeit in Richtung Russland einfach steigt, dass die Politiker in den Ländern und gerade zum Beispiel in Nordmazedonien war ich erst vor wenigen Wochen, die sehr proeuropäisch sind, die da wirklich mit Hochdruck daran arbeiten, diese Perspektive auch der Bevölkerung zu geben, dass die einfach keine Chance mehr haben, ihre Bevölkerung da weiter an der Stange zu halten. Mhm. Und die Enttäuschung ist einfach unglaublich groß. Mhm. Und deshalb ist es jetzt mehr denn je notwendig, hier glaubwürdig zu sein. Und das Gleiche, und ich komme zurück auf die Ukraine, gilt aber dann auch in Richtung Ukraine. Es hat keiner was davon, wenn wir jetzt sagen, ja, die werden bis zum Jahr XY Mitglieder der Europäischen Union werden. Das können wir auch gar nicht, denn dieser Prozess, aufgenommen zu werden als Mitgliedstaat der Europäischen Union, ist ein langer, ist ein schwieriger, ist ein mühsamer. Das geht einher mit vielen Änderungen von Gesetzen. Man muss den gesamten Acquis, also den Rechtsbestand, auch übernehmen in dem jeweiligen Mitgliedstaat oder zukünftigen Mitgliedstaat. Und deshalb ist es nicht von der Europäischen Union alleine abhängig. Aber bei den Ländern des Westbalkans ist es schon die Europäische Union, die hier jetzt beschleunigen kann, denn die Länder sind willig. Bleiben wir noch ganz kurz abschließend bei der Ukraine. Wird es zu einem neuen, weiteren Sanktionspaket kommen, dem mittlerweile 6. dann? Und wenn, was hat das inkludiert? Es war jetzt immer der Tenor, dass wir auch Lücken schließen müssen bei den Sanktionspaketen, also dass die auch tatsächlich wirken, wo sie wirken sollen. Aber ja, es ist so, dass im Hintergrund auch immer wieder Gespräche geführt werden, ob es notwendig ist, weitere Sanktionen zu setzen. Ja, ich glaube, man muss alles tun und deshalb komme ich auch darauf zurück, was Sie mich eingangs gefragt haben, ob es richtig oder wichtig war, dass Bundeskanzler Karl Nehammer in der Ukraine und dann aber auch in Russland war. Und ich sage dazu ja, weil die Schraube Sanktionen können wir schon weiter drehen. Wir werden es aber auch immer selbst spüren. Und auf der anderen Seite müssen wir eben alles tun, um dieses Gespräch auch mit Putin zu suchen. Dramatische Tage und Wochen, wahrscheinlich Monate und möglicherweise Jahre, das ist zu befürchten. Frau Bundesminister, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke Ihnen. Ja, es sind extreme Zeiten in der Ukraine. Der Großangriff auf die Ostukraine ist losgegangen. Wir berichten ständig über die aktuellen Entwicklungen. Derzeit ist Mariupol leider einmal mehr im Zentrum der Kämpfe. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Boom, 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 boom.